In der Reihe Deambulation und Linie besuche ich heute die Adriane von Tasca. Hallo. Du bist die Adriane Ecker? Ja, genau. Und ich bin hier zu Besuch in der Firma Tasca. Ja. Beziehungsweise ist es jetzt auch ein Gemeinschaftsbüro. Genau, so ist es. Wir sind ja seit August im F6, oder besser gesagt, wir haben das F6 gegründet, da hier in der Färbergasse 6, deswegen natürlich auch F6. Mhm. Und sind jetzt da seit August mit vielen anderen gemeinsam tätig. Wer ist da noch aller? Wir haben unter anderem Valander Buchdesign, dann den Harry Zettler, der Webseiten macht und da das Webportal Uncut betreut. Dann den Haubentaucher, der auch Pretty Commercial ist, und dann den Michael Sammer. Das Tasca, was heißt denn Tasca eigentlich? Ja, Tasca heißt eigentlich Koffer auf Isländisch, in anderen Sprachen teilweise auch Tasche. Und uns hat eigentlich das Symbol des Koffers sehr gut gefallen, weil man mit einem Koffer sehr viel machen kann und man kann mit einem Koffer irrsinnig viel reintun und da rausholen. Also haben wir uns damals bei Gründung dann für den Koffer entschieden, aber haben dann nicht genau gewusst, wie nennen wir dann die Firma, weil Koffer ist ja doch was das ist. Und sind dann eben auf einigen Internetseiten dann auf gewisse Synonyme oder halt zumindest auch schon auf gewisse Sprachen und haben uns dann ausgefiltert. Und da der Martin ein großer Island-Fan ist, haben wir uns dann für Tasca entschieden. Der Martin ist der Martin Hofbauer, ja, genau, der heute nicht da sein kann, ja, weil er leider eine Fußverletzung hat. Ja. Aber wir haben ein Foto von ihm. Wir haben ein Foto von ihm, genau. Und das ist der Herr Martin Hofbauer. Mit der Adriane sogar. Ja, genau, sogar mit mir. Und ihr habt Tasca wann gegründet? 2004. Und wenn man jetzt denkt, dass man in einen Koffer alles rein und raus tun könnte, was macht ihr bei Tasca? Also wir machen eigentlich sehr viel bei Tasca, alles im Bereich des Grafikdesigns. Also wir sind hauptsächlich doch tätig in der Printgrafik, also machen wirklich viele Kataloge, Bücher, unter anderem Broschüren, aber Corporate Designs und betreuen da sehr, sehr weit gefächerten Kundenstock. Machen natürlich aber auch Webdesign, haben uns da aber wirklich drauf spezialisiert auf das Design und machen alles andere weiter dann mit unserem Netzwerkpartner, unter anderem jetzt auch im F6, was sich einem gut anbietet. Mhm. Und zum Beispiel, wer sind eure Kunden? Wir haben viele Kunden eben so ein bisschen im Kulturbereich oder im Theaterbereich. Wir haben mit La Strada zusammengearbeitet und dann auch mit dem Cirque Noël. Das Mezzanin-Theater zum Beispiel noch kulturschaffend. Mit der Akademie Graz arbeiten wir zusammen. Also ziemlich viele und renommierte, also für mich renommierte Kunden. Ja, doch. Und ja, wirklich spannende Projekte, also wirklich spannende Kunden, mit denen man wirklich tolle Projekte machen kann. Gibt es so ein Lieblingsprodukt, das du gemacht hast, selber? Nein, Lieblingsprodukt kennt jetzt eigentlich. Oder etwas, was du besonders super findest, wie es geworden ist? Ja, wir haben letztes Jahr so eine Verpackung eigentlich gemacht für ein Architektenbüro, die immer relativ witzige Ideen auch haben und relativ bunt unterwegs sind, was für Architekten doch eher meistens ungewöhnlich ist. Mhm. Und für die haben wir dann eigentlich eher Low Budget eine Banderole gemacht für Weinkartons und die habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, weil wir da wirklich dann auch mit einem Zitat gearbeitet haben und eben auch mit diesen bunten Farben und das ist dann eigentlich sehr, sehr nett geworden. Also ich finde schon auch, dass ihr immer sehr kreative Ideen habt, jetzt nicht herkömmliches Printdesign, sondern auch irgendwie total verspielte Sachen und so, das kann man schon sagen, oder? Ja, doch, also das ist uns auch immer ein Anliegen. Es ist uns auch wirklich ein Anliegen, unseren Kunden nicht wirklich unseren Stempel aufzudrücken, sondern wirklich auf das einzugehen, wie ist der Kunde und wie arbeiten die und was machen die. Ja. Also wie gesagt, gerade jetzt noch einmal zu dem Beispiel zurück, also da war es auch wirklich, dass die auch in ihrer Architektur immer sehr bunt sind und sehr,
sehr viel Form verwenden und genau das können wir dann auch wieder aufgreifen und das ist eigentlich genau das, was uns wichtig ist. Also wir wollen jetzt nicht, dass jeder sofort sieht, oh, das ist Tasca und Tasca hat das gemacht, sondern es ist ein, aha, das ist von dem und dem Kunden, weil es geht ja darum, dass der Kunde sich dann auch präsentiert mit diesen Dingen. Was noch sehr witzig ist, ist, ihr habt ja auf der Webseite, also auf der neuen Webseite, ja, also wenn man da Nacht am Abend drauf schaut, dann ist die Webseite geschlossen, weil ja Betriebszeiten nicht gerade nicht sind. Genau, wir haben. Also theoretisch müsste man dann weggehen und wieder kommen, wenn Tasca geöffnet ist. Natürlich kommt man irgendwie trotzdem rein. Ja, man kommt trotzdem rein und man hat noch die Möglichkeit, sich dann ein E-Mail zukommen zu lassen, um sich daran zu erinnern, dass man sich die Seite nochmal anschaut. Also es war uns einfach auch wichtig, das Thema Zeit ist eigentlich für uns auch sehr wichtig. Ja, und da würde ich gerne fragen auch, wie viel arbeitet ihr denn so jeden Tag oder also wie schaut denn dein Alltag speziell jetzt aus? Also wie viele Stunden verbringst du hier? Oder? Also ich bin eigentlich ein ziemlicher Morgenmensch, also im Gegensatz jetzt zu Martin. Martin und ich haben sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und Zeiten. Also ich bin mehr so, ich gehe sehr früh ins Büro, bin meistens dann schon so zwischen 7:30, 8 da und arbeite dann halt Tag bis, ja, ich schätze ungefähr mal so bis um 5. Nimm mir dann natürlich zum Mittag noch ein bisschen Zeit, um mal mit dem Hund, also mit unserem Bürohund, dann ein bisschen Gassi zu gehen, was dann auch wieder relativ angenehm ist, weil so komme ich dann wirklich zu einer Mittagspause, und für Bewegung kann man dann ein bisschen Zeit nehmen, wieder runterzukommen. Natürlich gibt es dann Ausnahmen, wo es dann wirklich einmal länger wird oder man auch mal an einem Wochenende herinnen ist. Also das ist natürlich, das bleibt nie aus. Bei Martin ist es eher so, er ist halt mehr der Typ, dass er eher mehr am Nachmittag oder am Abend arbeitet, kommt dann meistens ein bisschen später ins Büro und arbeitet dafür am Abend länger. Also wir sind da relativ unterschiedlich, aber ergänzt und uns. Macht ihr sowas wie Pausen gemeinsam mit den anderen? Kommt sowas vor? Oder trefft ihr euch in der Küche zufällig oder gibt es so irgendwelche Rituale, was das Gemeinschaftsbüro betrifft? Also Rituale gibt es bis dato noch nicht wirklich. Wir treffen uns natürlich ständig. Wir haben ja unseren großen Eingangsbereich und da die große Küche und da trifft man sich natürlich und bequatscht gewisse Dinge und natürlich auch alles, was das Büro dann betrifft, werden dann meistens dort besprochen. Danke, Adriane. Gerne. Wie hat der Begriff Faulheit in deinem Leben Platz? Oder Faulheit nicht nur als Begriff, sondern als faul sein? Praktisch. Praktisch gesehen bin ich faul so oft ich sein kann. Also ist natürlich schon was Feines. Also faul sein und nur ein bisschen herumgammeln ist natürlich schon was ganz was Tolles. Und ich mache es auch irrsinnig gern. Und dafür nehme ich mir dann auch wirklich oft Zeit.